Hallo und herzlich willkommen zurück zu Servants Tutorial. In der letzten Folge haben wir ja die generellen Grundlagen geschaffen dafür, dass wir irgendetwas machen können. Heute machen wir dann, wie angekündigt, die ENBs. Erst einmal, was ist eine ENB? Eine ENB ist eine Art Post-Processing. Ach, genau, habe ich es auch nicht verstanden. Also nachdem das Ganze geladen ist, setzt das dann nochmal einen extra Effekt drauf. Sieht sehr hübsch aus. Es gibt auch verschiedene ENB Presets, nennen sich die. Hier zum Beispiel, das ist hier Real Vision ENB. Project ENB hat einige sehr hübsche. Hier. Dann die sehr neue Gameplay Performance ENB. Sieht auch ganz hübsch aus, nicht so hübsch wie die anderen. Links dafür mit der Performance, soweit ich weiß, besser. Und Bleak ENB, Unbleak ENB. Die ist auch ganz hübsch. Und die vier werden wir heute dann vergleichen. Aber zuerst, damit irgendetwas davon erst funktioniert, müssen wir hier über ENB Series uns die neueste Skyrim ENB runterladen. Dann zoomen wir hier ganz runter, klicken hier auf den Download-Button, Datei speichern. Ich habe es jetzt schon gemacht, ich öffne es gerade. So, geöffnet. Ups. Und dann habe ich hier auch noch gleich den Skyrim-Folder geöffnet. Der ist in der Regel, falls ihr nichts geändert habt, auf C, Programme x86, Steam, Steam Apps, Common, Skyrim und dann sind wir auch schon hier. Und hier in der ENB Series machen wir jetzt die Wrapper-Version auf und kopieren einfach alles, was hier drin ist. Hier rein. So. So, das erste, was auffällt, ist oben links haben wir jetzt einen Banner mit ENB Series 0.2.52. Halt je nachdem, was die aktuelle Version ist. So. Ganz schnell nach Flusswald. So, jetzt sind wir hier in Flusswald. Und die ENB ist schon einmal drüber gelaufen. Sieht schon etwas besser aus als sonst. Meiner Meinung nach. Allerdings immer noch ein bisschen läppisch. So. Und dann haben wir die ENB schon installiert. So, jetzt gehen wir ganz schnell in Skyrim rein und schauen uns das dann mal an. Der letzte muss dann noch in der skyrimpress.ini, das ist in den Bibliotheken Dokumente MyGameSkyrim, eine gewisse Variable, nämlich bFloatRenderTarget. Ups. Hier bFloatPointRenderTarget auf 1 gesetzt, damit das Ganze funktioniert. Dann speichern. Wir starten nochmal Skyrim. So, wir fangen mit der Installation der Real Vision ENB an. Das ist eigentlich ganz einfach und unkompliziert. Einfach auf Download Nexus Mod Manager gehen. Allerdings, bevor wir jetzt irgendetwas machen, brauchen wir noch verschiedene Mods. Real Vision ENB benötigt nämlich einmal Realistic Lighting Overhaul, hier die deutsche Version. Und Enhanced Lights in FX, hier ebenfalls deutsch. Dann Climates of Tamriel with a Lighting Audio, deutsche Version hier. Supreme Storms und Climates of Tamriel Weather Patch. Die ganzen Sachen einfach über Download NMM runterladen. Für die deutsche Übersetzung zuerst das englische Original mit Nexus Mod Manager runterladen. Danach im Mod Manager, wenn fragt, ob er überschreiben soll, dann einfach auf Yes to All drücken. Dann seid ihr schon fertig. Ob ihr jetzt Realistic Lighting Overhaul wählt oder Enhanced Lights in FX, ist euch soweit gleichgestellt. Schaut euch die Bilder an, je nachdem, was euch besser gefällt, solltet ihr. Ich persönlich wähle jetzt Enhanced Lights in FX aus, Download Nexus Mod Manager. Download manually. Dann füge ich die Files nachher hinzu.
Okay. Klammer jetzt auf Tamriel. Das habe ich alles schon runtergeladen vorher. Deshalb werde ich das jetzt nicht extra noch runterladen. Was auch noch wichtig ist bei den Optional Files. Ladet ihr euch noch den Dawnguard und den Dragonborn Patch runter. Sounds muss nicht unbedingt sein, nur falls ihr Lust habt. Und natürlich Dawnguard und Dragonborn Patch. Nur falls ihr wirklich auch diese DLCs besitzt. Ich gehe jetzt ganz schnell durch die Installation von Clemates of Tamriel. Dungeons and Caves. Würde ich Default Experience lassen. Interiors ebenfalls. Clemates of Tamriel müsst ihr anlassen. Optional Vanilla Lights, Nights. Schaut euch an, was euch gut gefällt. Ich lasse es ebenfalls bei Default Experience. Dann Finish und es installiert es. Was auch wichtig ist, wenn ihr Clemates of Tamriel installiert habt, Doppelklick drauf. Dann fragt er, ja, ich habe es glaube ich eben schon gesagt, ob man upgraden möchte. Nein. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, falls ihr Supreme Storms nicht so mögt, könnt ihr auch weglassen. Hier solltet ihr Dragonborn auswählen, bei den Snow Brightness, was ihr jetzt möchtet. Ansonsten würde ich hier Snow Levels 10% machen. Wir benutzen nämlich nachher noch eine Texture Mod. Dann hier jetzt nichts auswählen, weil das haben wir nicht. Und dann Finish. Jetzt hier, ob bei den Städtenamen fix den Weather Patch überschreiben soll, sagen wir Yes to All und fertig. Installation hier, die Core Files und den Enhancer. Hier, ja, steht euch frei. No Candle Smoke möchte ich nicht, also weiter geht's. Alles installiert haben, holen wir uns die Real Vision ENB und wollen sie installieren. Jetzt haben wir hier drei verschiedene Options, nämlich Full, Atmospheric, Full, ja. Mit der Realistic Version, Full mit Atmospheric Version und Full mit der Fantasy Version und das Ganze dann noch mit Performance. Ich nehme die Nummer B, Full, Atmospheric. Dann, was möchte ich haben? Ich möchte Realistic Sun Normal. Sun Sprite Shader, den finde ich ganz nett. Letterbox Effekt möchte ich nicht. Particle Patch auch nicht. Und den Subsurface Scattering Patch ebenfalls nicht. So, wir machen das gleich noch, was er hier gesagt hat, aber jetzt haben wir hier das installiert. Sind wir hier wieder in dem Ordner von eben, in dem Scrum-Ordner, dann gehen wir hier auf Data. Dann auf Real Vision ENB Files. Und dann haben wir hier AV Install. Okay. Jetzt, wenn wir das gemacht haben, starten wir einfach Skyrim. Und zwar den ins, also ja, normalen Launcher. Wir müssen jetzt hier noch ein paar Einstellungen machen. Einen Moment. Gehen wir hier auf Optionen und erweitert. Dann beim Anti-Aliasing machen wir aus. Genauso wie es FXAA. Anisotropic Filter ebenfalls auf aus. Dann klicken wir hier auf OK und beenden das Ganze. Das Ganze müssen wir jetzt auch noch mit Nvidia oder AMD machen. Hier einfach den Anweisungen auf der Seite folgen. Das ist unter Punkt 3.c. Hier sind dann die Screenshots. Anschließend benutzen wir noch UEs High Skyrim Prefs and Inis. Das ist eine Sammlung von Inis, die eigentlich sehr nützlich ist. Da muss man nicht ganz so viel konfigurieren und alles. Also laden wir uns die jetzt schnell runter. Datei speichern. Öffnen Sie. Und kopieren die jetzt in den Skyrim-Ordner. Nämlich den unter My Games. So. Verschieben und ersetzen.
Jetzt müssen wir einige Einstellungen treffen. Die findet ihr auch hier. Das ist jetzt für jede ENB spezifisch. Steht allerdings überall dort, also einfach reinschauen. Ich werde das jetzt nicht im Detail erörtern, das dauert zu lange. Müsst ihr dann auch hier drin schauen. Gibt halt ein paar Sachen, die ihr dann noch ergänzen müsst. Steht allerdings hier dann, was das ist, was ihr ergänzen müsst. So, und jetzt haben wir hier mit den gewünschten Settings dieses wunderschöne Dörfchen Flusswald. Wie wir sehen, ich richte jetzt meinen Blick auf die Straße und jetzt nach oben. Die Berge werden dann ein bisschen unscharf, wenn ich nicht genau auf sie schaue. Also wie gerade der Hintergrund, schaue ich auf den Hintergrund. Er sieht deutlich besser aus. Jetzt hier dasselbe noch in Weißlauf, wie wir sehen, diese Sunsprite Shaders. Gerade in der Mitte. Ich finde, das sieht echt klasse aus. Und ENB ist auf jeden Fall ein Must-Have. Hier, das ist wie gesagt Real Vision ENB. Ein Problem, weshalb ich euch jetzt auch nicht die anderen ENBs zeigen kann, ist, dass auf einmal mein Scanner verbuggt ist. Ich werde versuchen, das bis morgen hinzukriegen. Eventuell kriege ich dann doch die anderen ENBs noch hin. Wenn nicht, die sind auch nicht so schwer zu installieren. Ich denke, ihr kriegt das locker hin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann.